So, und oh, ja, erstmal Räuspern. Und herzlich willkommen zu NBA 2K13. Und letztes Mal auf dem NBA 2K14 Cover. Oh yeah. Ich kann es mal gerade zeigen. Was ist das? Sponsorenverträge. So viele Sponsorenverträge natürlich. Da. Ist das nicht herrlich? Muss man doch einfach sagen, oder? Bam, ist ja gerade LeBron auf dem Cover vom echten 14, aber naja. Ich habe 400 Fähigkeitspunkte, aber ich glaube, ich spare mal für Signature Skills. Und zwar habe ich mir ausgedacht, dass ich mir Shooter hole. Oder Wurfgestalter oder Akrobat. Was ich genau mache, weiß ich noch nicht. Aber erstmal Signature Skill. Das ist mein Plan. Wenn ihr sagt, nein, das ist scheiße, dann sagt einfach, was ich anstatt nehmen soll. Okay, mein Spiel ist verschwunden. Aber meine Beliebtheit und meine Chemie steigern sich immer mehr. Gegen Philadelphia mit Andrew Bynum. Oh, oder ist das Andrew Bynum, oder? 8-1, so gut sind die, oh mein Gott. Drew Holiday, Turner, Thaddeus. Hallo Thaddeus! Yeah! Und ja, das mit Andrew Bynum. Okay, da kann ich mir vorstellen, warum die so gut sind. Aber wir sind natürlich besser, deswegen werden wir auch gewinnen. Ist doch klar, oder? Ich spiele immer noch in dieser Ansicht. Oh, what a pick! Oh, D-Row! Okay. Ja, nein. Wenn du treffen wirst, dann triffst du halt. Aber sonst hätte ich auch frei. Ich habe auch 92 Midrange. Nächstes gleich macht es 95 mit Fletch. Das verurteile ich alle. Ja, Dankeschön, Andrew Bynum. So vollkommen unnötig. Wir müssen jetzt die Führung weiter ausbauen. Gucken wir. Nein. Was war das denn? Ein Wurf. Hinterm Brett. Zu weit offen, aber. Ach, schade. Nein, zu spät. Aber trotzdem kann. Also, ein bisschen zu spät. Warum habe ich den Wurf eben nicht getroffen? Schon wieder zu spät. True Holiday. Mal gucken, was er mit den Pelicans meistern wird. Also, dann wird. Oh, da kam er angeflogen, aber zu spät. Was er, ob er dann irgendwie. Ob das der Trade für die Sixers gut war oder nicht? Weil der. Oh, der Putback von Noah. Joakim. Weil. Man weiß ja nie. Ich glaube, die 76ers wollen ja sowieso tanken, also dass sie in dem nächsten Draft den höchsten Pick holen. Und so. Wäre jetzt kein Wunder, wenn die jetzt plötzlich letzter werden. Nein, zu spät. Na, komm schon. Ich bin noch frei. Danke. Joakim. Pass zum Assist. Naja. Weil wen haben eigentlich die Celtics noch? Die haben Thaddeus. Die haben Evan Turner, oder? Haben die noch? Und Joakim mit der Rejection. Warum verteidigt? A plus! Mit A plus verwerfe ich. Was ist denn da los? Alter. Mit A plus verwerfe ich. Nochmal A plus. Schon wieder verworfen. Alter.
Nochmal. Gib mir den Ball. B. Mit B treffe ich. Jawohl, genau. Auch noch mit der Hand im Gesicht. Alter. Mit A plus natürlich nicht. Gute Wurf-Defense. Zwar ein bisschen zu früh gesprungen, aber sonst hätte ich ihn noch vielleicht blocken können, aber... Ja, ich wollte auch garantiert zum Korb laufen. Vielleicht sollte ich mal Offensivverständnis, das heißt Bewusstsein updaten, also updaten auf. Nein. Sollte mal mehr coole Sachen. Oh, what a pass. So. Kein Turnover. Okay. Also nie wieder Pick and Roll, einfach nur noch werfen. Also 10 Punkte. Mein Ziel. Was ist denn da los? Das sind doch nicht die Clippers, das ist Philadelphia. Die haben kein Recht auf sowas. Ah, B plus. Die Faust. 2 von 5. Auch Midrange ist einfach lustig. Das muss man einfach anerkennen. Jawohl, Stil! Turnover! Hä, lol, was ist da los? Okay, sollte keine... Alter. Okay, ich hab mal mit dem Turner... Ich das selbst abschießen, das hab ich da gemacht. Alter, warum leckt es so? Das ist unnatürlich. Gut, läuft die Grenze mal hin etwas. Die Rose? Oh mein Gott. Was denkt ihr eigentlich, wie weit werden die 76ers kommen? Also, werden die ernsthaft tanken oder... Mein Block, mein Rebound. Shannon Brown. 70% Wurfquote. Warum sind die Wurfquoten eigentlich bei uns immer so hoch? Ah, das ist sehr schön. Spencer Hawes has checked in for Andrew Bynum. Put your hands up in the air. Put your hands up. Bam, bam. Ja, und da ist der... Alter, Jermaine. Der spielt ja jetzt bei Golden State, Jermaine O'Neal. Für ein Jahr, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre. Golden State wird an sich richtig geil für mich. Nächstes Jahr. Falls sich niemand verletzt... And one! Lol. Was war das denn für ein Wurf? So. So, hä? Wie kann ich den treffen? Naja. Interessant. Muss man einfach sagen. Ja, Golden State, die waren ja letztes Jahr schon fast auf dem Dings-Level. Also waren ja fast Western Conference Finals. Also zweite Runde, glaube ich, ja. Und jetzt mit Iguodala haben die nochmal ein richtiges Defense-Upgrade. Ja, okay, ich brauche Wurfgestalter. Vielleicht haben die Carl Landry und Jared Jack nicht mehr so die Idle-Reservisten, wie man es nennen möchte.
He had 10 points in the win against Minnesota. That's not an opportunity he fails to convert very often. Here's Magician, a three ball, and the Bulls. Oh, 3 Punkte. Yeah, lol. Wie kann ich denn 3 Punkte werfen? Es war jetzt eher aus Versehen, weil ich mittwendig werfen wollte, aber ich habe mit 60 3 Punkte gehabt, 58, das ich habe, habe ich getroffen. Nein. Weil 3 Punkte. Nochmal, nein. Nochmal 3 Punkte. Ich treffe mit welchem treffe ich mich da? Ich muss mal ein bisschen wieder dancen. So. Was mache ich da eigentlich? Great rotations. It really looked like they were together in that game. Yeah, and even when they were rotating different players in and out, Steve, I thought their communication, five-star and the teamwork was very strong. Ja, genau, immer dann noch Spin-Moves ansetzen. Der Half-Spin funktioniert nie. Oh, what a pass! Was war das denn für ein Pass? Herrlich. Schön. Danke. Kann man nie stehlen beim Einwurf eigentlich? Noch ein Rebound. Was ist da los? Joakim Noah, he's checked in for O'Neal. Und der Floater von Steven Jackson's checked in for Shannon Brown. Eric Bledsoe is subbed in for Derrick Rose. Eigentlich sind die Bulls mit mir hier richtig gut. Weil die einzige komplette Starting Five kann man All-Stars, können All-Stars werden. Als ich auch einer werde. Aha. Ja, noch die, von den Reserveleuten haben wir noch Noel Deng und Eric Bledsoe, die All-Stars werden können. Mein Foul, genau. Das war ein gutes Foul, aber egal. And they were in the top half of the league in assists as well. Not elite level. Auf geht's, wirf doch. Good. Leistung, ja, okay, geschafft. But okay. And this is a team that really relied most heavily on the rebound numbers that you talked about. I mean, the top five, they're a team that likes to attack the lane at both ends of the floor, control the ball, rebound. Mit Ansage. Ist ja gut. Here's Magician. LOL, 2 Dreier! Oh mein Gott! Meilenstein! Oh mein Gott! Was ist da los? Bin ich jetzt der Dreier-Spezialist geworden mit 60 Dreier? Und sogar noch mit einem schlechten Release! Oh mein Gott! Normal. Oh mein Gott. Ja, Carlos Boozer ist frei. Es ruckelt, aber egal. Hätte ich gedoppelt oder was? Nein, ich will keine 3 Sekunden bekommen. Ah, der 3er ging nicht. Schade. Der 4. Jawohl. Also der 3. 3 von 4. Oh mein Gott. Da sollte ich mal doch ein bisschen öfter 3er werfen. Jetzt mal ganz im Ernst. Oh, schade. Das, was ist denn da los? Alter, 40 Punkte im ersten Viertel. Ich glaube, ich sollte ernsthaft mal Schwierigkeit hochdrehen oder irgendwie. Kann man da nicht irgendwie sowas machen, das realistischer wird? Weil 40 Punkte im ersten Viertel schon relativ unrealistisch, vor allem mit 10 Punkten, 10 Minuten pro Spiel.
Alter, was ist denn da los? Drei Dreier. Das ist ja ganz komisch, finde ich. Das finde ich irgendwie lustig. Let's go now to the sideline and catch up with Doris Burke. Hey, Doris. Well, McKinnon in the last matchup against the Spurs got down to business. He finished with 51 points. And that scoring outburst set a new season high for him in what was a great exhibition on his part. What a show it was as he put up some really amazing numbers when it was all said and done. Mid-range, bisschen Ego gezuckt. Kein Pass spielen und nur seine Dribbeln links, rechts, links, rechts. Alter, das ist richtig lustig. And you really don't want to give up too many dunks like that. One is too many. Oh yeah, no, certainly you're right. You know, that's making it way too easy for sure. Hätte es mir früher gepasst. Mr. Brown. Der Braune. Guys, he's going to have a hard time living that one down later when they watch it on tape. Put your hands up in the air. Na, auf geht's. Cool. Hier funktioniert der Alley-oop nicht. Was ist denn da los? Wen muss ich verteidigen? Bynum im Post. Oh, noch ein Rebound. Schön, Braun, geht nichts. Aber bei mir. Ey, ich habe Andrew Bynum. Auf mir, ich bin schneller als du. Zwar nicht ganz viel, aber trotzdem ein bisschen. Vollstrecker ist richtig geil. Ein Tipp für euch, holt euch Vollstrecker. Oder wurf in Bedrängnis einfach mal aufprüfen. Komm schon. 5, 4, 3. Na, komm schon. Wieder gut Wurf, die jetzt haben. Oh, und jetzt plötzlich mit A- treffe ich nicht. Jetzt treffe ich meinen Dreier nicht. Alter, wie kann ich denn A- haben? Ich hab doch irgendwie 60 Dreier oder so. Joachim? Naja, schade. B+. Nochmal. B. Nochmal. Ich sag euch doch, Dreierwerfen ist überbewertet und bei mir bringt's es nicht. Wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ja, werft doch mehr Dreier. Ja, ich hab's ausprobiert. War zwar alles B oder so, aber mehr als... Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Und deswegen, bis ich 90 Dreier habe, werfe ich nicht so oft Dreier. Noch ein Rebound. Los. Och, Hanschied. Komm schon. Nur weil du Rookie bist oder wer auch immer oder getradet wurdest, keine Ahnung, ich kenne dich nicht. Weil nur weil du das machst, kannst du wieder. Oh, Mist. Da hab ich dich auch verpasst. Ich hab zwar jetzt meine Wurfquote wahrscheinlich in den Keller getrieben. 9 von 19 Jahren. Wurfquote 76ers, echt. Ja, okay, da war Andrew Bynum nicht verletzt. Das war logisch. Ja, hätte ich jetzt wieder werfen können. Bam. Schlechte Release. Egal. Both these teams know every game is going to be a battle. These players think about that. They know about the seed. Andrew. Der eine heißt Bynum, dann tut Andrew. Ja, Goaltending. Mann. Almost got to that shot in time, but not quite. You can't touch the ball once it's on the way down. And the 76ers with some changes. Pause comes in for the ball. Ja, ich weiß, aber das ist mir wieder ein Turnover passiert, aber nicht. Carlos Boozer! Assist!
And that's now 6 points for Carlos Boozer. And Holiday kicks to Hawes. Shot is off. Over the back foul. Oh, das war, die Drehung hat mir irgendwie nicht gut getan. Wurde mir fast übel. Oh, ich muss mal. Shannon Brown. Alter, wir haben 90 Punkte Vorsprung. Ich glaube, ich muss ernsthaft was in der Schwierigkeit oder sowas bearbeiten. Alter, was ist da los? Was war das mit dem Pass? Oh, auf geht's, zurück. Nein, aber ich hole natürlich nicht den Rebound. Right outside. There's a screen. Puts the lead pass in front of him. Mein Foul, oder? Wetten. Oh nein, Jermaine. Hemp sitzt mich so. Alter. Mach einfach weiter. Probier doch. That's a huge part of their offensive attack. I think what jumped out to me was the shooting more than anything, Clark. Ah, jetzt geht's natürlich. Erstmal 5 Minuten draufhauen und Shooting God. Some changes for Philadelphia. Andrew Bynum's checked in for Hawks. And it's Richardson. Oh, schon wieder hinterm Brett. Nein. In deinem Brett zu werfen ist richtig egal. Ich sollte lieber zum Brett gehen. Also. Richtung Korb gehen. Das war voll Strick oder was? Oh, eigentlich wollte ich. Ach, egal. Ja, nö, nichts. Well, that was a nice start. After having a good first quarter, he's showing us more of the same here. Davis, the pass to Turner. Nein, das ist ein Ball. And he was fouled on the way up. Two free throws now for him. Moment to see how the schedule is looking for Philadelphia. Auf geht's. Playing host to Toronto for the next one. That'll be the final game of this 5-game homestand. The 76ers have made 5 of 8 of their free throw attempts. Oh, jetzt warte, der ist schon wieder. Kann ich so verspulen? Nein, kann ich nicht. This team shot a 73% clip over the course of last season. Ach so, kann sein, dass in den nächsten Wochen nicht so viele Videos kommen, weil ich im Urlaub bin. Also nicht zu Hause, irgendwie 20 Partien oder 10 Partien Ort zu produzieren, bringt ja auch nicht so viel Spaß. Deswegen ganz stupide kommt nicht so viel.